Hallo liebe Löwen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns an, kein Kontakt zu deiner Liebe. So, das ist ein etwas tieferes Thema, da tauchen wir jetzt ein. Und zwar, meine Lieben, schauen wir uns jetzt erstmal die allgemeine Situation an. Warum, weshalb, wieso, was ist Fakt? Die Ausgangssituation, ja, was das eigentliche Problem zwischen euch ist oder in der Beziehung oder in ja, diesem Kennenlernen, das nicht voranging. Dann schauen wir uns an, was du fühlst. Vielleicht wird dir dadurch mehr bewusst, was bei dir jetzt eigentlich dran ist, dass du es bewusst anschaust. Und dann schauen wir uns natürlich an, wie es deinem Herzmenschen geht, was er momentan fühlt, was er möchte, welche Wünsche er hat, ja, und ein potenzielles Outcome. Da bist du hier genau richtig. So, meine Lieben, ich habe schon einmal hineingespürt und die geistige Welt sagte mir, es geht um, bei einigen Löwen geht es darum, dass Untreue ein großes Problem ist. Ich möchte Problem sagen. Sie sagen Untreue bzw. Unentschlossenheit, etwas Gemeinsames zu erreichen und zu schaffen. Beides hängt zusammen mit einer großen Enttäuschung, sei es, dass man durch Untreue verletzt wurde oder man vielleicht selbst durch Untreue verletzt hat. Ja, oder dass man etwas Gemeinsames erreichen wollte, wie eine gemeinsame Zukunft, zusammenziehen, ein Haus kaufen, irgendwas. Und diese Träume sind geplatzt. Wobei mir die geistige Welt sagte, es machte den Anschein, dass eigentlich alles gut war und gut lief. Ich höre, man ist sich begegnet mit Glanz in den Augen, man sah die Sterne funkeln beim anderen in den Augen. Ich höre, dass es ist wie, also falls ihr in der Partnerschaft wart und eine Trennung stattgefunden hat, es ist ein Partner höchstwahrscheinlich die männliche Energie ausgezogen, falls ihr zusammen gewohnt habt, beziehungsweise die männliche Energie hat einen Schritt zurück beziehungsweise vorwärts gemacht und hat Richtungswechsel vorgenommen. Ja, ich sehe, meine Lieben, es geht, dass die Ausgangssituation, das, sagen wir mal, das Problem, ja, das geht darum, schaut her, ihr beide zusammen, einer schaut links, der andere schaut rechts, beziehungsweise hier, der Leopard schaut geradeaus und die Eule schaut ihn an. Sie schauen sich nicht an, sie schauen nicht in die Augen, ja, sie achten nicht auf den anderen, sie achten nicht auf die Wünsche des anderen. Eventuell spielt auch, ich höre aus der geistigen Welt, Respektlosigkeit eine tiefgreifende Rolle. Es geht darum, zusammen aus dem Vollen zu schöpfen. Das hat nicht stattgefunden oder nicht mehr stattgefunden. Und deswegen, ja, kam diese, ich höre teilweise abrupte Trennung, ja. Einem von euch, sei es dir, lieber Löwe, beziehungsweise deinem Herzmenschen, wurde es zu eng, zu viel. Ich weiß es nicht. Wende es an, falls die Rollen vertauscht sind, wie es auf dein Leben passt. Du kennst dein Leben besser als ich. So, jetzt schauen wir uns an, meine Lieben, nochmal genauer zur aktuellen Situation. Was könnt ihr mir sagen, bitte? Die aktuelle Situation. Ich höre, bei vielen Löwen spielt auch der Stolz eine Rolle. Na, kommst du oder kommst du nicht? Nein, sie will nicht kommen. Der Stolz spielt eine Rolle. Falscher Stolz, damit ist gemeint aufgeputschter Stolz, der unnötig ist, ja? Ich höre, einige von euch Löwen versuchen einzulenken oder haben versucht einzulenken, auf dass man wieder aufeinander eingehen kann und
aufeinander zukommen kann. Doch, ich höre, es wurde nicht angenommen. So, bitte nochmal zur aktuellen Situation. Die aktuelle Situation, da kommen Sie. So, ja, also, eure Wünsche, meine Lieben. Die Karte ist verkehrt herum, wie ihr seht. Normalerweise ist sie so. Und zwar, man hat eine Entscheidung getroffen im Normalfall. Hier ist es eure Wünsche, eure Vorstellungen, ja, sie haben sich nicht realisiert. Es wurde keine Entscheidung getroffen, beziehungsweise eine Entscheidung, die euch kopfüber katapultiert habt. Und zwar durch messerscharfe Worte. Es kann auch sein, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Es ging viel um Sturheit, höre ich, wer Recht behalten wollte. Es war eine, Sie sagen, sehr viel Konflikt, eine konfliktreiche Kommunikation, meine lieben Löwen. Und es geht in der Tat darum, sich selbst erstmal zu ordnen und neu zu orientieren und zu sammeln. Ja? Es kann sein, dass einige von euch Löwen mit einem Luftzeichen zu tun haben, dass eure Liebe ein Luftzeichen ist, das heißt Wassermann, Zwilling oder Waage, muss aber natürlich nicht, kann auch ein Feuerzeichen sein. Ich sehe, für einige ist die Welt zusammengebrochen. Einige Löwen da draußen sind auch in eine depressive Phase richtig gekommen, weil wirklich ihr Wunschpartner oder ihr Wunschleben, wie ich sehe, wie wenn man mit einer Nadel in einen Luftballon reinpiekst, beziehungsweise in eine Seifenblase, plötzlich geplatzt ist. Ja, es geht jetzt darum, Moment, es waren mehrere Karten. Also meine Lieben, es geht jetzt erstmal in der aktuellen Situation, dass jeder für sich heilt, sich die Zeit nimmt, alles, sagen wir so, zu verdauen, zu verarbeiten. Ja, ihr seid beide in einer Phase der Heilung. Ich sehe absolut hier mit diesen beiden Karten, dass ihr nicht in der Kommunikation seid. Ja, ihr seid nicht im Kontakt aktuell. Also, ich sehe aber, die geistige Welt sagt mir hier mit dieser Karte, dass ihr sehr viele Wunschvorstellungen jetzt habt, sehr viele Tagträume, sehr intensiv nachträumt und ihr habt eigentlich ein innerliches Chaos, sei es im Herzen wie in der Gedankenwelt. Ihr könnt sehr von eurer Stimmung her gerade sehr sprunghaft sein, unausgeglichen. Das heißt, heute wollt ihr anrufen, schreiben, den Kontakt suchen. Morgen seid ihr wieder total in euch gekehrt. Übermorgen kommt die Wut hoch und übermorgen ist die Traurigkeit und ihr weint nur. Ja, liebe Löwen, das sehe ich jetzt gerade in der aktuellen Situation. Das Gleiche kann natürlich auch für euren Herzmenschen gelten, ja. Ich sehe, meine Lieben, es ist leider eine dritte Person gerade momentan zwischen euch. So, wie können wir das jetzt auslegen? Das können wir jetzt auslegen, entweder es ist eine dritte Person, wie ich zu Anfang sagte, wenn jemand betrogen worden ist, ja, beziehungsweise es kann jetzt ein enger Vertrauter sein eurerseits her oder von dem Herzmenschen, der da interferiert in der ganzen Sache. Die geistige Welt sagt mir, also Timeline 1, wenn es ein enger Vertrauter von euch ist, von eurem Herzmenschen, der schubst euch mehr in die Richtung, kommt, seid wieder gut, macht Frieden, ich höre Friedensangebot, dieser Vertrauter versucht euch ja zu trösten, aber auch die Wogen zu glätten, den Streit zu schlichten und auf das ihr wieder zusammenkommt.
für die Timeline, dass wenn jemand betrogen worden ist, ist die aktuelle Situation leider noch so, dass diese dritte Person noch bei eurem Herzmenschen ist oder bei euch, je nachdem, legt es aus, wie es für euch passt. Und es wird noch ein bisschen dauern, bis diese Person wieder geht, meine Lieben. Ich höre, falls ihr oder der Herzmensch eben diese neue Person an ihrer Seite haben, es dient zur Ablenkung. Es dient nur zur Ablenkung. Ich höre, die geistige Welt sagt mir, es ist ganz, 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 ganz wichtig für euch, liebe Löwen, dass ihr euch erdet. Ich höre, Sport tut euch gut, Bewegung, ein bisschen auspowern, dass ihr so eure Grenzen spürt, eure körperlichen Grenzen spürt. Ich sehe Joggen, ich sehe Kampfsport, ich sehe Schwimmen, ich sehe Seilhüpfen, ganz viel Seilhüpfen. Ja, also weil ihr es wohl über den Körper schafft, euren mentalen Stress irgendwie loszulassen. Ja, so, jetzt schauen wir, meine Lieben. Was willst du? Was wäre gut für dich? Der Löwe. Was will der Löwe? Was wäre gut für den Löwen, bitte? Ich höre, der Löwe möchte mehr Geistreiches, eine geistreichere Partnerschaft, eine abenteuerlustigere Partnerschaft, mehr Abenteuer, mehr Leidenschaft. Sie sind sich nicht mehr sicher, ob sie das mit diesem Herzmenschen überhaupt haben können. Ja. Ich höre, viele Löwen haben aufgegeben, dran zu glauben, dass sie mit ihrer Liebe überhaupt jemals wieder in Kontakt treten, also in positiven Kontakt. Schaut her, die Leidenschaft, euer Feuer. Ihr möchtet vorwärts preschen, ihr möchtet einen Neubeginn und zwar am besten gestern, nicht morgen. Ich höre, ihr möchtet einen Neubeginn mit Fanfaren und Feuerwerk, auf das die Funken nur so stoben. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Moment, ich zeige sie euch gleich, kamen viele Karten raus. Lasst mich bitte einen Moment sammeln. Ha, ja, also, das ist das, was euer Kopf möchte. Heute, das möchte euer Kopf morgen und zwar, dann wisst ihr wieder nicht so ganz genau, oh, wird es gut, soll ich nicht. Also das, was ich von Anfang an gesagt habe, die Unentschlossenheit, dann möchtet ihr sofort kommunizieren und es wäre aber auch gut für euch zu kommunizieren, in Kontakt zu treten und ein klärendes, authentisches Gespräch zu führen, ja. Ich sehe, es ist wie, als würdet ihr trotzdem den Kontakt auf längere Zeit stabilisieren wollen. Das heißt, so nach dem Motto, bleiben wir Freunde oder bitte bleibt trotzdem an meiner Seite, kann auch der Herzmensch sein. Ja, aber ich glaube eher, das seid ihr, meine lieben Löwen. Ich höre auch, einige Löwen sind schon durch diese Phase der Heilung eigentlich so gut wie durch und sie möchten kommunizieren. Einige möchten kommunizieren, auf dass es auf immer und ewig aus ist, Schluss, Abbruch, dass ein Zyklus für euch zu Ende kommt. Ja. Für andere höre ich, es kommt ein Zyklus zu Ende, es ist aber nicht das Ende mit eurem Herzmenschen, sondern ein innerer Zyklus, ja. Und zwar, dass ihr eure eigenen Grenzen erkannt habt und es schafft, diese Grenzen auch ins Außen zu setzen, lieber Löwe.
Ich höre auch, bei einigen Löwen ist ein Zyklus, kommt zum Ende, und zwar dieser zu sehr im Außen zu sein, das Außen zu betrachten und sich von außen beeinflussen zu lassen. Also es gibt einige Löwen, die sind noch wehmütig, was ihre Liebe betrifft, doch eigentlich wissen sie, dass es besser wäre, wenn sie nicht wieder anbandeln. Und andere Löwen, ja, die würden gern, es ist so. Naja, jedenfalls, ich hoffe, ich konnte euch schon ein bisschen weiterhelfen, was die Allgemeinsituation anbelangt. Es geht jetzt weiter, meine Lieben, zum Extended, zur ausführlichen Version. Und zwar, da findet ihr den Link hier unten in der Biobox. Ja, da drückt ihr einfach drauf und geht auf den Löwen. Und da werden wir uns anschauen, was euer Herzmensch jetzt fühlt, was er denkt, was er möchte. Und natürlich das potenzielle Outcome. Wie wird es weitergehen? Ja, bis gleich. Ich warte auf euch. Ciao.